Ich finde gerade den Ausgang nicht. Okay, da ist der Ausgang. Ich verstehe schon. Chick, du musst dir auch immer angucken, was die Knöpfe bewirken, ne? Unsere Forschung geht nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie abkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du. Sachen packen. Durch die Tür. Rein ins Auto. Gute Fahrt. Das sieht schon ein bisschen witzig aus. Aber hey. Das war auch eine der gemeinen Erinnerungschaften. Aber die gemeinste ist immer noch bitte ein Testcover, die man in 70 Sekunden schaffen muss, die ich euch in der letzten Aufnahme gezeigt habe. Da muss man ja echt alles perfekt können. Erwartet nicht, dass ich perfekt bin! Glückwunsch! Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Oh, natürlich! Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ach, Carolyn! Was ist da hinten? Eine andersfarbige Röhre. Ja, blaues Gel, anderes Gel. Soll ich überhaupt schon hin, oder? Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell. Egal. Ah. Obwohl, ich kann noch raus, ich kann noch raus, ich kann noch raus. Nee, kann ich nicht. Kann ich den Tod... Ich stürze beim Respawn wahrscheinlich drin. Egal, der Exit ist sowieso eigentlich nicht interessant. Soweit mich meine Erinnerungen nicht trügen. Ja, Erinnerungen. Komm ich da hoch? Ding doch gar nicht, wenn ich da stehe. Oder? Oder? Nö. Muss ich beim Runterfallen? Ja, es hat eigentlich geklappt. Oder das habe ich da nicht getroffen. Ach je. Wie ging das denn nochmal? Oh, das ist die Frage. Okay, ich hab's. Chicken hier unsinnig, nicht umsonst zwei Dinge. Ja. Chicken steht mal wieder auf dem Schlauch. Was für ein Schlauch?
Egal. Nobody is perfect. Also von daher. Noch ein Zeit liegt drin. Hui. Open the door. Ah, das ist der Raum, okay. Die Frage ist, wo genau war das nochmal? Sollte erstmal gucken, dass ich da hochkomme. Ein bisschen überblicke. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Verschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Do not touch the glass. Ja. Cave Johnson. Wie viele Bilder hat der Typ von sich? Und hier warten die Testsubjekte. Ich bin Nummer 2. Ja, 200. Nein, 426. Ach, Chicken. Nicht Zahlen vertauschen. Und erst bei 23. Alter. 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 Verdammt. Geht nicht auf. Telefon. Hilfe. SOS. SOS. Kann ich einen der Kartons mitnehmen? Nö. Warum sollte ich auch? Warum sollte ich auch? Ich weiß es nicht. Sagt ihr, ihr Miss. Ihr es mir. Noch mehr solcher. Jetzt müsste man ein Hacking-Profi sein. Wie Wheatley hust hust. Wunderschön, Chicken. War das hier noch gar nicht? Hallo? Du tötest doch gern. Könntest du diesen Vogel für mich töten? Aber ich hab selber einen Vogel. Genie, klar, das will. Tut mir leid. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. Dass ich den Vogel töte. Oh, danke. Was war das? Der Schwachkopf muss durchgedreht sein. Wenn ihr nicht bald jemand vom Netz trennt, wird das alles hier in ein paar Stunden in die Luft fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Und wenn du dir nicht den Kopf absägen und in meinen alten Körper stopfen willst, brauchst du mich noch. Eine Sackgasse. Wie wär's, du trägst mich zu ihm und bringst mich in meinen Körper zurück. Dafür verhindere ich unseren Tod und lasse dich frei. Habe ich eine andere Wahl? Diese Kartoffel erzeugt 1,1 Volt. Mir fehlt buchstäblich die Energie, dich anzulügen. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Mir
Der Vogel kommt nicht. Sekunden. Das halbe Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffeln. Noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, die dieser kleine Idiot noch... Ich glaube, Wutausbrüche tun ja auch nicht gut. Ja. Kann ich in den Raum irgendwie? War das gar nicht der Raum, den ich in Erinnerung hatte? Oh. I'm not sure about this. Ups. Ich wollte eigentlich nur da hoch und nicht wieder runter. Vor allem ist es gar nicht offen. Oder fliege ich da drüber? Ich glaube, ich fliege da drüber. So fliege ich ganz sicher drüber. Ja. Nee, das sieht nicht wie der Raum aus, den ich in Erinnerung hatte. Von dem ich meine, dass er es war. Dann kommt das ein bisschen später. Hier sieht doch sowieso alles gleich aus und nicht mit meinem Orientierungssinn. Das Wiedersehen. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die $60. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir, ja, Mr. Johnson. Mr. Johnson. Warum habe ich nur... Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Interessant. Äußerst interessant. Thank you for keeping your Richmond spheres clean. Orange. Lass ich einfach unendlich lange dauern. Böse. Egal. Ah, Kubus. Komme ich überhaupt dann zurück? Ja, komme ich durch. Ich komme zurück. Hallo, Mr. Cubibussi. Cubibussi. Ja, so heißt das Ding. Cubibussi. Aglaub ist bereit für einen Freiflug. Do not leave you belongs here. Ja. Welche Wertgegenstände? Leute, for more than 20 minutes. Touch the glass.
Zirpglas? Das Glas. Da ist Glas.